Moin Leute, willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Seht ihr, was ich anhabe? Regen Expert. Heute ist nämlich Regen Expert im Shop. Hier. Ich habe die mir direkt gegönnt. Im Besitz. Nice. Und jetzt zocken wir mal eine Runde und gucken, wie viele Leute den jetzt wirklich gekauft haben. Weil ich glaube, dass den schon ein paar haben. Let's go. Wir landen Holly Hedges. Weil dort muss ich noch Handlanger töten und das Aufgabe und so. Es sind auch neue Aufgaben rausgekommen, nämlich die Stürmer, die Agency-Aufgaben. Und da muss man bei der Agency landen und so Sturmphasen überleben und sowas. Und halt da doch Handlanger bei so Shadow-Dings töten. Genau. Und die mache ich auch. Noch nebenbei. Oh. Ich weiß halt nicht, wo er ist, ne? Ich habe gar keine Ahnung, wo er ist. Soll ich ihn? Ah, der ist da. Ich weiß, wo er ist. Oh, Digga. Ich hasse den Skin, ne? Was ist das? Ach, Digga, ich kann wieder nicht spielen. Egal. Was ich sagen möchte ist, der war ja Season 2 im Shop, beziehungsweise Season 1. Aber der war sozusagen, ja, keine Ahnung. Der war Season 2 im Shop gewesen. Und dann war der nie wieder im Shop gewesen. Und jetzt, heute, ist er wieder in den Shop gekommen. Und Renegade Raider ist ja auch so ein ganz seltener Skin. Der wird aber nie wieder rauskommen, weil der war in einem Season Shop. In Season 1, da gab es sozusagen den Item Shop noch nicht, sondern da nannte sich das Season Shop und es war so eine Art Battle Pass. Genau. Und deshalb gibt es den Renegade Raider theoretisch nicht mehr, weil es so einen Season Shop halt nicht mehr gibt. Und aber den gab es ja Season 2 im Item Shop. Also in Season 2 gab es dann den Item Shop. Genau, aber seitdem war der dann halt nie wieder im Item Shop drin. Aber jetzt ist er wieder reingekommen. Und jetzt kaufen sich den alle. Genau, und das war's auch schon. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst gern ein Like und ein Abo da. Und ciao.